Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Space Engineers hier auf The Nerd and Way of Life. Ja, das war's. Mit dem Digi-Held und mit dem Dre. Und tschüss. Ich hab gerade gedacht, irgendwas fehlt. Und ja, wir haben hier Trecker Trek in Panden. Grüße. Ja, Grüße. Grüße. Wir sind 13, das ist die Unglückszahl. Endlich sind Hau mal wieder einen Link raus hier. 13. Hat er doch der Nightbot gerade erst. Ja, aber das ist ein richtiger Link. Also ein Link, wo die Leute auch so weg sind. So ein Weglöschlink. So ein Weglink. Den kippen sie einfach tot um vor ihrem Rechner. Pff, weg. Oh Gott, hoffentlich ist jetzt keiner gestorben. Im Chat. Ja, Nerd and Way of Life. Krass. Krass. Auch hier, wie sagst du immer, auch hier passiert was. Auch hier passiert was, ja. Es ist tatsächlich wahr. Ja, man mag es nicht glauben, aber es ist so. Und irgendwie... Ja. Was hältst du denn so von dem Brexit? Ja, wie gesagt, ich habe mich damit noch nicht genug auseinandergesetzt. Ich habe mir nur angehört, dass es halt dazu gekommen ist, dass die Briten, ich hätte die Griechen fast gesagt, dass die Briten abgestimmt haben, dass sie aus der EU austreten wollen. Mhm. Und irgendwie, dass ein Großteil der über 60-Jährigen oder was, das ist jetzt ja gerade das, wo die Leute alle am Meckern sind, die Alten, die am wenigsten damit leben müssen, die stimmen dafür, dass die haben da sowieso rauskommen. Nicht mehr so lange, Alter, genau. Was bestimmen die unsere Zukunft? Exakt. Ja, und das war's. Und was das jetzt aber, was das bedeutet, was das für Folgen hat, das weiß ja, kann ja keiner so wirklich sagen, oder was? Weil es ja noch nie vorgekommen ist, dass jemand aus der EU ausgetreten ist. Also es hat irgendwie, aber das Ding ist ja, dieser Cameron, ne? Das ist ja der James Cameron, der ja? Terminator gemacht hat. Genau. Ja. Der hat halt Avatar. So. Ja, bitte. Der hat halt, ja, damals, um halt an der Macht zu bleiben, hat er gesagt, ja, ey, wie sieht's aus? EU ist doch scheiße oder nicht? Ich verspreche euch, wenn ich gewählt werde, dann mache ich ein Referendum. Ja. So, dann könnt ihr abstimmen. So, und dann sollen wir uns kennenlernen. Ne? Hm. Jetzt hat er ja das gemacht. Und dann haben sie sich ja tatsächlich gegen die EU entschieden. Und jetzt steht er halt da. Und er hat ja dann auf einmal war er voll für die EU. So. Echt? Ja, ja. Der hat ja, wir müssen in der EU bleiben und alles. Und dann ist dann halt irgendwie, ist ja das Referendum dann passiert. Und dann, ja, also Leute, es tut mir leid, aber ich bin jetzt nicht der Richtige dafür. Ich muss jetzt hier mal so aussteigen. Da hatte ich mich geirrt. Ja, das tut mir leid, Leute, aber eigentlich wollte ich doch an der EU. Und tschüss, ich bin jetzt weg. So. Krass. Und dann hat dann halt, ja, das ist das eine Ding. Und das andere Ding ist halt, Schottland hat ja auch ein Referendum gemacht. Ja. Und das und Schottland hat ja damals abgestimmt, ob sie bei Großbritannien bleiben möchte. Exakt, ja. So, und da hat irgendwie auch, es war ganz knapp so, keine Ahnung, vielleicht 52 oder so, 54%. Also es war auf jeden Fall noch in den 50ern. Die haben halt gesagt, nee, wir wollen in Großbritannien bleiben. Ja. Aber die wollen alle in der EU bleiben. Und deswegen sind die jetzt sofort... So, nachdem diese Abstimmung bekannt wurde, sind die sofort irgendwie ans Pult gesprungen, haben gesagt, wir machen die nächste Abstimmung, Alter, mit uns nicht. Wir treten aus und treten dann in die EU ein. Tschüss, Großbritannien. So. Als unabhängiger Staat. Ja, und das kann natürlich auch Irland passieren, ne? Also, dass jetzt Nordirland, jetzt kann das auch passieren, oder Wales oder so, dass die jetzt irgendwie sagen, ey, Leute, wir wollen mit euch, wir wollen in die EU. Was wollt ihr denn, Alter? Ihr seid doch doof. So, und dann hauen die alle ab. Und das... Also, wenn das ist eine spannende Zeit, weil das verändert wirklich etwas Elementares. Ja. Großbritannien ist auf einmal nicht mehr Großbritannien. Großbritannien ist Großbritannien, seitdem ich auf der Welt bin. So. Wahrscheinlich davor schon. Ja, aber jetzt irgendwie für mich. Ja, ja, ja. So, es war Großbritannien und Ende. Ja. So, und jetzt auf einmal ist Großbritannien nicht mehr Großbritannien und Ende. Ist nur noch Britannien. Auf einmal ist Großbritannien, auf einmal Schottland, was weg will und... Und was dann noch passiert, das wird sich zeigen. So. Und deswegen finde ich das halt hochinteressant. So, ja. Yeah. Krass. Also es ist halt krass, wenn wir mal gucken, was das für die EU und für England im Einzelnen auch noch bedeutet. Das ist natürlich auch klar, weil England ist natürlich, oder Großbritannien ist die größte, also hat auf jeden Fall zum Beispiel die größte Börse. Denkt man ja einmal, das ist Amerika, aber das stimmt nicht. Das ist Großbritannien hat die größte... Was, weltweit? Börse. Ja, ja, weltweit. Das ist, weil die ja damals auch so viele Kolonien haben. Es wird halt unheimlich viel noch im Pfund gehandelt. Der Pfund, der jetzt so abgestürzt ist. So ordentlich abgestürzt ist. Ja, so richtig ordentlich abgestürzt. Und denn, also das wird zum Beispiel schon Auswirkungen haben. Und es gibt ja auch so ein bisschen
wird ja auch gehandelt, also zwischen der EU und England, muss man jetzt sagen, oder Großbritannien. Und das ist so, ich weiß nicht, so 8-18% so wird von der EU wird halt irgendwie gehandelt, ne? So mit, aber Großbritannien irgendwie liegt, glaube ich, bei über 80% ihrer Waren gehen in die EU. Und da kommen jetzt Zölle drauf und so ein Scheiß, wahrscheinlich, ne? Das weiß man ja nicht, Alter. Das ist ja. Cameron hat ja auch gesagt, so, ey, komm, wir wollen jetzt mal nicht irgendwie hier so, waren wir nicht so eilig, ne? Komm, lass mal jetzt irgendwie bis Oktober oder so, dann wollen wir nochmal irgendwie so ein bisschen reden, was wir denn jetzt irgendwie so machen. Oh, herrlich. Und die EU-Stissel dann so, Alter, komm raus hier oder rein, ihr wollt raus, dann verpisst euch jetzt aber ratzi-patzi, ne? Wenn ich das ist so krass, was da jetzt momentan so abgeht, ist so hammerhart krass. Das ist irgendwie. Es ist keine Ahnung. Und das irgendwie auch noch mit EM zusammen. Das ist ja die größten Ereignisse der Welt finden in Europa statt. Und E3. Ja gut, die war in Amerika, stimmt. Die war jetzt in Amerika. Ja. Aber Gamescom ist bald. Das ist echt krass. Also, einer der größten Spielemärkte in Europa ist ja auch in England. Die Charts misst man immer an den Verkaufszahlen der Engländer. Ja, ist das so? Ja. Also ich weiß, der größte Musikmarkt in Europa ist Deutschland. What, echt? Ja. Und ich glaube auch, der Spielemarkt ist halt, ist eigentlich auch Deutschland sehr, sehr weit vorne. Also das überrascht mich. Weil halt, naja, Deutsch ist halt irgendwie, hat die meisten Menschen in Europa sprechen Deutsch, so. Ja. Und naja, deswegen sind die Synchronisationen eigentlich auch eher die hochwertigen, so. Auch wenn viele jetzt irgendwie sagen, ja, aber Original ist ja besser und so, aber ist halt so. Gewöhnlich dran. Das ist schon gut. Lern Deutsch, verdammt. Ja, ich meine, ich will jetzt hier nicht irgendwie so, aber es kann ja auch nichts dafür. Ich auch nicht. Mach mich doch nicht an deswegen jetzt. So, jetzt aber genug geredet von dem ganzen Scheiß. Jetzt wollen wir mal wieder über was Wichtiges reden. Scheiße, jetzt hätte ich die Zeit nutzen können, um das zu bauen. Jetzt habe ich abgebaut in der Zeit. Das hätte ich auch machen können, während ich rede. Ja, hätte es mal lieber abgenommen. Abgenommen, ja. Aber ich habe auch schon irgendwie. Da guck ich mal. Die Tasse nicht rum. Achso. Ja, aber das stimmt schon. Also wenn man mal genauer drüber nachdenkt, ist das ein geschichtsträchtiger Augenblick gewesen, glaube ich. Also man wird sehen, was die Zukunft dadurch bringt, was sich dadurch alles verändern wird. Ich hatte ja schon überlegt, wie ich gehört habe, dass der Pfund so krass abgestürzt ist, hatte ich überlegt, ob ich einfach mal auf eBay UK gehe und ein paar Spiele kaufe. Ja. Das Problem ist aber, der Euro ist genauso abgestürzt. Nicht ganz so krass. Nee, der, was heißt, also nicht ganz so krass, nee. Nee, also der, eigentlich ist der, dass der Euro ein bisschen abgeschmiert ist, das war vorauszusehen, ja, ne? Ja, ja, klar. Aber, also der ist ja im Gegensatz zum Pfund, hat er sich doch ganz gut gehalten. Also, doch. Oh. Der Stream ist offline. Wer hat den Stream getötet? Ich weiß nicht. Aber das kann ich, also bei mir läuft alles. Das muss dein Fehler sein. Ja, aber also ich habe kein Bild, ich habe dieses, da ist Liebe im Spiel und im Chat steht auch, dass die 7sip uns auf Steam geschrieben hat, dass sie kein Bild mehr haben. Dir? Mir nicht, mir hat er nicht geschrieben. Mir nee, er hat das im Chat geschrieben, mir hat auch keiner geschrieben. Wieso ist denn der nicht da? Freddy schreibt, er würde lachen, wenn die Platte voll ist, mal wieder. Aber das hat mit dem Stream nichts zu tun. Oh oh. Nee, ich nehme nicht auf. Aber guck mal, auf einmal schreibt Freddy. Der hat die ganze Zeit anscheinend zugeguckt und... Der gute Freddy-LP. Aber bei mir ist die Streaming... Ich starte den einfach nochmal neu, oder? Hau rein, das Ding. Hau raus, meine ich, oder wie auch immer. Soll das denn da hinpassen? Das passt da niemals hin. Mach mal schnell die Festplatten überprüfen. Ja, Entschuldigung, YouTube. Das ist jetzt natürlich ärgerlich. Habt ihr jetzt
keinen Einfluss drauf oder kein nichts. Da habt ihr nichts von und auch nichts da so. Aber da habt ihr auch nichts gegen. So. Aber das hat natürlich die Diskussion jetzt ein bisschen unterbrochen. Ist natürlich ein bisschen schade. Ja, wann sind wir denn ausgestiegen? Nachdem wir eingestiegen sind? Oder? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur zufällig das im Chat gesehen. Also bei mir war irgendwie alles so, ich meine, ich sehe das ja auch, ne? Also, aber ich habe keine Anzeichen bekommen, dass da irgendwas nicht passiert ist. Ja, schreibt gerade, dass wir offline sind. Ja, jetzt ist klar. Achso, jetzt hast du ihn einmal geschlossen. Aber Dings Freddy schreibt irgendwie, wobei meine anderen Streamer kommen auch gerade alle nicht rein. Hm. Ja, Twitch ein Problem. Ja, der Chat geht aber. Genau, sonst schreib doch mal kurz, dass wir... Schreib du doch! Ja, dann muss ich ja raustappen und dann bricht die Aufnahme ab. Bist du wahnsinnig? Dann hat YouTube aber wirklich was dagegen. Ja, dann schreibe ich halt. Wie soll ich denn das da hinkriegen? Naja. Ja, aber wird echt spannend zu sehen sein, was da noch so folgt mit England jetzt, was das zu bedeuten hat, weil es ja wirklich das erste Mal ist, dass irgendwer aus der EU ausgetreten ist. Ob da jetzt noch irgendwelche Nachzügler kommen, ob jetzt Griechenland auch rausgeht. Ja, die wollen ja nicht. Die wollen nicht? Hieß es nicht mal, Griechenland will raus? Nein, nein. Ich muss jetzt kurz... Ja, ja, klar. Die einen sollen, aber wollen nicht. Und die anderen sollen nicht, aber wollen. Aber wollen, ja. Da sind wir wieder online. Hallo. Wir waren die ganze Zeit hier. Wir wissen nicht, wo ihr wart, aber wir waren die ganze Zeit hier. Da siehst du, guck mal hier. Jetzt habe ich auch so irgend so eine Scheiße geschrieben. Da, guck mal. Das passiert einfach mal, ne? Das war irgendwie... Das war nicht überbewerten. Also schimpf nicht andauernd immer mit denen. So. Ja, einfach mal aktualisieren sollen sie es. Ach, können sie nicht hören. Wenn sie nichts sehen, können sie auch nichts hören. Wieso? So, okay. Nein! Oh, Alter, ich krieg das hier nicht gebacken. Ich mach jetzt einfach hier auf X. Wie X-Train. Das war auch scheiße. Ups, au. Oh. So, hab ich die jetzt verbunden? Das ist das, was ich eigentlich machen wollte. Oh, natürlich. Lack. Jetzt geht's wieder. Jetzt sind wieder da. Oh. Okay, dann geht der whoop whoop. Ich sehe nix, lol. Moin, Freddy. Bist du schon länger da, oder was? Guten Tag, Freddy. Er hat gar nicht Guten Morgen gesagt. Das hat unser. Hat gar nicht Moin gesagt. Das hat unser Bot nämlich sofort beantwortet. Und dann wärst du nämlich geheimnackt worden. Und Jennifer TV. Yay! Oder Jennifer würde ich auch sagen. Jennifer? Sci-Fi? Jetzt hör aber auf. Ja, Entschuldigung, ich höre ja schon auf. Ich war ein bisschen auch erregt gerade. Ich weiß nicht, ob wir unsere Containerkonstruktion so übernehmen können. Wieso? Weil die, glaube ich, zu voluminös ist für das Schiff. Was? Voluminös. Freddy PSLTP ist geheimnacht worden. Heiner? So. Moin. Oh, guck mal, jetzt schreiben sie alle Moin. Jetzt kommt der Nightbot nicht hinterher. Wie geil. Ja, es werden nur auserwählte Leute werden geheimnacht. Geheimnacht. Heiner. Ah, Leute. So. Wie kann man das Ding denn komprimieren? Das erste war richtig, sagt. Ja, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich als erstes sagte. Was war das erste? Jennifer TV. Jennifer? Ich weiß es doch jetzt auch nicht mehr. Kann man da zurückspulen? Ist so groß, Alter. Wie soll man das denn? Wenn man mal guckt, das sind 12 Blöcke. 12 mal 12 Blöcke. Was? Unser Containerwürfel ist 12x12 Blöcke groß. Optimieren, mein Freund, optimieren. Ja, Mama und Papa
12x12, gucken wir mal ganz kurz. Hier sind wir. Das würde gerade so passen. Wieso ist denn jetzt alles, alle Ressourcen sind jetzt in 38 drin? Bis auf Eisen. Ach nee, doch, alles ist in 39 drin. Wieso? Wieso denn? Das sollte doch alles gefiltert werden. Hm. Ja, wieso wird das gerade so dunkel? Was geht? Die Sonne geht unter. Was geht? Was geht? Die Zombies kommen. Oh, jetzt geht's gleich los. Jetzt geht's gleich los. Ey, 7 Days to Die kommt ja jetzt demnächst, kommt die Alpha 15, oder was? Ja, es, nee, glaube ich nicht, dass das jetzt so schnell geht. Aber es soll doch jetzt im Juli, Ende Juli, kommt's für die Konsolen? Und dann hauen sie dann da eine Alpha raus, oder was? Ich habe keine Ahnung, was sie da vorhaben. Ich weiß es nicht. Das Problem ist, dass ich ja nicht schreien kann. Ja, das habe ich auch gelesen. Wie man es spricht. Ich finde das aber gut. Also sie wollte wahrscheinlich schreiben, hat aber schreien geschrieben und ich finde schreien eigentlich unterhaltsamer. Deswegen ja, genau, finde ich auch. Lassen wir es dabei. Ja, ich kann nicht schreien, wie man spricht. Finde ich gut. Direkt sympathisch. Oh, irre sympathisch. Oh Mann, ich weiß nicht, wie ich den Containerwürfel hier hinbauen soll. Kacke. Ah, wie gesagt, ich habe hier auch gerade irgendwie Scheiße geschrieben, also von daher. Alles gut. Also was heißt auch? Also ich habe Scheiße geschrieben. Ey, wir labern vor allem Scheiße. Das ist ja unser größtes Problem. Das ist, wenn man Scheiße schreibt, kann man ja sagen, hey komm, ich habe mich verschrieben oder so. Aber wenn man Scheiße labert, wie willst du das rechtfertigen? Kann's ja nicht. So, Raffinerie 39. Raffinerie 39. Das muss die letzte sein, die ich aufgestellt habe. Das muss die sein. Psychometrics fragt, ob 7 Days to Die was taugt. Ich würde sagen, ja. Niemand. Hat vorhin immer Ozer. Die Renten sind sicher. Da würde ich immer noch lachen. Scheiße. 41. Weißt du, wenn... Taugt das was? Du sagst ja. Ich sag ja. Na, wenn die Container untereinander verbunden sind, ist das doch auch schon wieder Quatsch. Ah. Nach 38 kommt 40, das macht Sinn. Ja. Okay. Hier ist 39. Wieso hat er jetzt alle Erze gezogen? Hat eine Raffinerie alle Erze gezogen? Ja. Ein Filter vielleicht nicht eingestellt. Ja, genau, das will ich jetzt nachprüfen. Achso, ach, jetzt habe ich hier wieder denselben Fehler gemacht. Irgendwas klappt bei uns nicht, hat Psychomatrix geflüstert. Das ist ja wohl glatt erfunden. Ich weiß nicht, was er meint. Ich habe gar nichts gefiltert. Was sollte denn hier gefiltert werden, verdammt? Das wird ja dann noch größer, das geht gar nicht. Wo bin ich? Wo will ich hin? Da will ich hin. Ach so, das ist der Förderbandsortierer. Das ist der Förderbandsortierer, der übrig ist. Das ist die 10. Warum eigentlich? Warum ist die übrig? Wie kann er übrig sein? Ich wollte gerade fragen, wie kann da was übrig sein? Aber hatten wir irgendwie bei dem anderen auch Eis? Nee, das haben wir nicht. Das wird nicht raffineriert, ne? Eis muss extra in den Sauerstoffgenerator. Und der muss extra mit einem Sauerstofftank verbunden sein. Beziehungsweise müssen in dem Sauerstoffgenerator Sauerstoffflaschen sein. Ja, aber warum haben wir denn jetzt hier... Wir haben doch auch da 10 Raffinerien. Habe ich irgendein Erz vergessen oder was? Weil du es kannst? Schwitzen? Hm? Kann ich das bitte nicht können? Kann ich das bitte nicht? Was ist denn Effe? Ja, du hast die Effe stehen. Also Effe habe ich nicht reingeschrieben. Effektiv? Weiß ich nicht, Mann. Ein Kumpel von mir kann nicht schwitzen, das ist gar nicht so witzig.
Der könnte ja irgendwie einen Hitzeschock kriegen. Genau, das ist nämlich das Problem. Der Körper reguliert sich dann nicht mehr. Sommer ist für ihn ganz schön scheiße. Also, Leute, die ihr schwitzt, seid dankbar. Verdammte Scheiße. Ja, aber er hat doch immer noch die Möglichkeit, dann halt das über die Zunge zu machen, oder nicht? Soll die Zunge die ganze Zeit raushalten? Ja. Ja, kann man mal ausprobieren und gucken, wie lange das geht. Ne, ich glaube, also bei Hunde machen das ja so. Ja. Ne? Für alle, die sich jetzt gerade irgendwie denken, der wird sich ja nur lustig machen, aber Menschen und Hunde haben eins gemeinsam, sie sind sogenannte Hetzjäger. Ja, also wer das nicht weiß, deswegen können Menschen auch auf zwei Beinen laufen und deswegen können Menschen auch schwitzen und deswegen haben Menschen auch keine Haare. Weil die hetzen ihre Beute halt so lange, bis sie halt einen Schlag kriegen. Das ist so in Afrika, wo der Mensch ja eigentlich herkommt, so hat das so funktioniert. Und dann hat er halt irgendwie die Beute halt so lange gehetzt, also immer wieder aufgescheucht, bis die halt tot umgefallen ist. Oder die halt mit ihrem Bogen, vielleicht hat sich ja schon mal irgendeiner gewundert, wie man mit solchen Bögen irgendwie auf die Jagd gehen kann. Man läuft einfach hinter der Dreh her, bis es tot umfällt. Oder nicht mehr weglaufen kann, weil es einfach so erschöpft ist. Ja. Und dann haut man eben mit dem Bogen dann halt irgendwie einen rein. So. Oder mit dem Speer, das haben die jetzt. Ne? So. Und das, Hunde machen das auch. Und Hunde können halt nicht schwitzen, so wie der Mensch. Er hat ja Haare und er läuft auch nicht auf zwei Beinen. Sondern er macht das über die Zunge. Hunde schwitzen über die Zunge, deswegen sitzen die immer da und... So, ne? So. Die sehen halt irgendwie damit vielleicht ein bisschen debil aus, so wie wir, aber die schwitzen dabei. Wir nicht. Wir können debil ohne zu aussehen, ohne zu schwitzen. Also mit wir meine ich natürlich Dre und mich. Ja, Another Way of Life, auch hier lernt ihr was. so. Wenn du willst, kannst du die Folge beenden. Ja, fröhliches Schwitzen noch. Ich hoffe, wir sehen uns wieder und viel Spaß auf YouTube. Tschüss. Tschüss. Ich will jetzt nichts Doofes sein. Ja, man muss ja auch nicht immer was. Nee, das habe ich mir dann auch gedacht.